Willkommen zusammen zu einer neuen Folge von Cities Skylines. Ihr seht's, ich bin schon wieder voll drin im Spiel. Denn es gibt ja dauernd was zu tun. Dauernd hauen hier irgendwelche ab. Oder so. Ja, gelbe Maisfelder sind viel besser als schmutzige Fabriken. Absolut meine Meinung. Deswegen habe ich ja hier den Landwirtschaftssektor aufgebaut. Nech? So. Haben wir denn schon genügend Geld, um hier noch eine... Polizei haben wir auch. Das ist ja alles super. Wir brauchen im Prinzip noch eine Grundschule hier. Die tun wir direkt neben die. Damit ist das Wohngebiet erstmal so. Oder nee, die verschieben wir. Auch wenn das ein bisschen was kostet. Aber dann tun wir die hier hin. Mitten in den Kern. Sag ich mal. Und dann haben wir nämlich hier schon mal wieder ganz schön was geschafft. Wir brauchen auch bald die neue Müllverbrennungsanlage. Aber vorher müssen wir hier wieder aufräumen, weil dieser eine Gebäudetyp immer kaputt geht, quasi. Wie sieht es eigentlich hier feuerwehrmäßig aus? Ja, die sind aber eigentlich ganz gut zu erreichen, die Straßen. Also das ist eigentlich noch alles im okayen Bereich. Was wir natürlich noch nicht haben, ist ein Nahverkehrssystem. Da fürchte ich mich aber ehrlich gesagt auch noch so ein bisschen vor, weil das wird lustig auf jeden Fall. So, das ist hier bald komplett entleert. Hier soll mal mehr Industrie reinkommen. Die Dings hat, die Aktionen haben gefruchtet. Hier kommen jetzt tatsächlich auch mehr Anwohner. Ich hoffe, dass sich das fortsetzt. Ja. Das setzt sich fort. Das ist doch super. Da ist jemand. Ist jemand gegangen? Die haben wieder ein Entsorgungsproblem. Wieso? Vermutlich. Nee. Das sind nur die hier hinten. Da kommt kein Müllwagen hin, vermutlich. So. Dann ist mal wieder die hier dran mit. Obwohl, da sind jetzt gerade ein paar. Ja. Wie sieht es denn aus mit Mülldeponien hier? Auch ganz gut. Ja, müssen wir schauen. Wie sich das entwickelt, ob wir noch irgendwie mehr Mülldeponien bauen müssen oder eben nicht. Ja, aber sonst hier läuft auch. Oh, hier kommen jetzt richtig viele. Das ist super. So. Und jetzt haben wir auch schon erste Brücken hier gebaut. Das ist natürlich echt wer hier. Es werden auch immer mehr Abwasserdinger. Irgendwann ist der ganze Dings hier so lila.
So, hier die Maßnahme hat gefruchtet. Hier sind tatsächlich jetzt genau, also genau wie wir uns das dachten, sind ganz viele Leute eingezogen in die etwas höheren Häuser. Und wir haben auch ordentlich Leute dazu bekommen in der Stadt. Was ich jetzt machen wollen würde, ist hier langsam das Wohngebiet zu errichten. Das heißt, also hier soll noch mal so eine exklusive Wohngegend quasi sein oder exklusivere Wohngegend. Das mit dem Müllverbrennungswerk, das ist mir jetzt irgendwie zu viel Gewarte. Ja, können wir uns für später noch mal aufbewahren. So, was wir aber schon machen können, ist hier die Dinger ziehen. Dann haben wir hier nämlich noch mal sowas direkt am Meer. Das kommt bestimmt ganz gut an bei den Bewohnern. Was ich mir übrigens für diese Folge auch noch vorgenommen habe, ist, dass wir mal so einen Anwohner begleiten. Es heißt ja, die haben einen geregelten Tagesablauf, hier alle. Da bin ich mal gespannt. Ja, schau mal. Nimm, 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 nimm. Wen nehmen wir uns denn da jetzt mal raus? Wenn wir jetzt die kleinste Stufe hier zum Beispiel. Boah, der ist so schnell. Wohnort ist da. Oberschule ist da. Und der geht nach. Wo ist das? Ah, hier. Okay. Dann wollen wir den mal begleiten. So, jetzt ist er, geht er rein. Aha, jetzt kauft er irgendwas. Begleiten wir den mal weiter. Das ist ein tolles Feature, dass man die alle begleiten kann. Ja, dann zeig mal jetzt hier. Langsam muss aber mal fertig eingekauft worden sein. Oder arbeitet der da? Auf Besuch ist der hier. Ah ne, jetzt geht er wieder. Zu Fuß. Aber es sieht schon toll aus hier, die Stadt, wenn man sich die so anschaut. Aber auch ein bisschen erschreckend mit den ganzen Schornsteinen im Hintergrund. Ja. Niemand holt unser Müll ab. Aber wo sind denn alle Müllwagen? Man weiß es nicht. So. Boah, wir haben ja Rekordeinnahmen. Hier ist noch ein Gebäude, was links. Das ist übrigens ein Tick von mir. Wahrscheinlich habt ihr mir schon längst in die Kommentare geschrieben. Ich nehme ja immer ein bisschen vorher auf, dass ich das sein lassen soll mit dem Abbauen, kann ich mir gut vorstellen. Aber das ist ein Tick. Das mache ich jetzt immer. Auch wenn es mühsam ist. Hier hat sich die Industrie schon ganz gut angesiedelt. So. Hier machen wir auf jeden Fall. Ja, so ein Gebiet hier. So ein Wohngebiet. Die haben ja alles, was sie brauchen. Und dann bauen wir hier mal weiter. Ach, eigentlich sind die Straßen viel zu groß.
Na? Ist nicht genügend Geld da. Aber gleich. Oh, eben ging es ein bisschen runter. Aber wir waren schon lange nicht mehr so richtig in den Schulden, ne? Waren wir überhaupt schon mal? Ja, ich glaube, am Anfang waren wir mal kurz, ne? Aber sonst. Geht's eigentlich voll. Da kann man sich ruhig mal, also da kann man ruhig mal klatschen, würde ich sagen. Ruhig mal auf, selbst auf die Schulter klopfen. So, das wird hiermit verbunden. Ja, come on. So. Immer diese Geldprobleme. Aber jetzt wieder. So, das lassen wir erstmal ruhen. Und entfernen mal wieder hier ein paar Gebäude, die nur stören. Oh, ne, falsches Gebäude entfernt. Naja, haben wir kurz meine Firma kaputt gemacht, platt gemacht. Man macht ja nichts, ja. Also sowieso zu viel davon. So, was ist denn der nächste Milestone? 13.000, jetzt wir brauchen 16.000, okay. Dann können wir auch die Wasseraufbereitungsanlage und das Krematorium nämlich bauen. Das ist natürlich verlockend, gerade das Krematorium, da wollte ich immer mal bauen. Also echt jetzt. ja, es. Es ist nicht empfehlenswert, sich hier auch niederzulassen, ne? Direkt neben der Müllkippe. Aber muss jeder wissen, ne? Sind die Häuser nicht so teuer? Ja. Boah, das ist aber echt groß. Das ist echt großes Gebiet jetzt. Es ist einem gar nicht so bewusst, wenn man die ganze Zeit am Bauen ist. Aber es ist wie es ist, ne? Es ist wie es ist. Hör mal, es ist wie es ist. Ich sag's gerne nochmal, es ist wie es ist. So. Nachdem wir da ja schon recht erfolgreich waren, was ein neues Stadtviertel bauen anging. Ja, hier machen wir auch mal. Hä? Achso. So. Das sind die Beechwood Highs. Oh, ist doch schön. Ich habe in meinem Garten ein Fass mit voll mit leuchtendem Schleim gefunden. Wen soll ich deswegen anrufen? Ja, grundsätzlich erstmal den Nachbarn, ja. Also immer empfehlenswert. Wir haben hier noch so Vorgaben. Ich überlege, ob ich für den exklusiven District hier, den ich jetzt einzeichnen werde. Ich hoffe, ich habe. Für den soll es dann ein paar Richtlinien geben. Mal gucken, welche. Zum Beispiel.
Was ist das denn? Hightech-Wohnung. Sechs links pro Gebäude. Nee, das lassen wir alles erstmal noch weg. Das können wir uns, damit können wir uns später noch befassen. Das Spiel ist ja recht mächtig, was den Umfang angeht. Also, da haben wir auf jeden Fall noch was für später. So, hier ziehen nach wie vor neue Leute ein. Und auch hier gibt es ein kleines Problemchen mit dem Müll. Was geht eigentlich? Wir erreichen auf jeden Fall überall alles. Das ist schon mal hier für Dings, das wird aber noch deaktiviert. Wir bauen jetzt hier alles schon mal so auf. Das deaktivieren wir aber zunächst, um muss ich jetzt selbst kurz mal schauen. Wir haben hier auch, glaube ich, noch nicht alle Dings eingerichtet. Das soll alles jetzt mal erstmal noch so halbwegs eingerichtet werden und sowas, und dann können wir es alles schön machen. So, jetzt gibt es hier überall Probleme mit dem Strom. Und auch die Abwasserversorgung hat wieder Probleme mit dem Strom. Das heißt, wir müssen uns mal schnellstens einen Kredit nehmen und ein neues Kraftwerk bauen. Was ist das denn? Wasserkraftwerk? Das ist ja cool. Was macht man denn damit? Nicht genügend Geld. Kann ich mir schon vorstellen. Nee, das machen wir später, aber das finde ich cool. Das behalten wir uns mal im Auge. Das behalten wir mal im Auge, so, nicht uns. So. Mit etwas Glück funktioniert bald auch wieder hier die Versorgung. Richtig. Wir haben aber genügend Strom. Kann ich ziemlich sicher sagen, ja. So, jetzt funktioniert auch die Abwasserversorgung wieder. Können wir uns hier um den Rest kümmern. Ach ja. Aber eigentlich funktioniert's doch. Jetzt schon wieder nicht, oder was? Also die Stromversorgung scheint nicht besonders stabil zu sein, aber wir bauen einfach, wir nehmen jetzt mal noch ein Darlehen auf, in der Hoffnung, dass wir es bald zurückzahlen können. Und dann bauen wir noch mal hier so ein fettes Kraftwerk hin. So, jetzt sollte aber genügend Strom da sein. Ja, jetzt haben wir erstmal Strom im Überfluss. Das Problem ist, glaube ich, dass wir nicht so viele Rohstoffe haben hier, oder ja, so, dass wir nicht so viele Rohstoffe haben, dass wir jetzt, ja, eben die ganze Zeit diese Kraftwerke unterhalten können. Das heißt, wir müssen früher oder später ein Wasserkraftwerk bauen. Das sollten wir aber dann da bauen.
Wir überlegen uns das mal und gucken mal, was das kosten würde. Wenn, dann würde ich es nämlich gern jetzt, wo wir noch Geld haben, bauen. Und nicht irgendwann. So. Die verlassen alle. Untreue Verräter hier. 7.000 kostet das. Na gut, irgendwann müssen wir es uns sowieso kaufen. Machen wir es mal jetzt. Ja, wie es weitergeht, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich Tschüss.